Gut, dann fange ich mal an. Also herzlich willkommen von meiner Seite. Ich werde heute einen Vortrag halten über den automatisierten Flugzeugvorentwurf mit Python. Mein Name ist Michael Petsch, ich komme vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, vom Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie aus Stuttgart. Wie der Name schon sagt, also ich beschäftige mich mehr mit der Flugzeugstruktur, wie man auch hier unten schon sieht im Bild, quasi mit der Strukturauslegung im Vorentwurf. Kurz zu mir, also ich arbeite jetzt seit Mai letzten Jahres am DLR, habe da vor knapp 2 Jahren mit der Masterarbeit angefangen und auch entsprechend erst vor knapp 2 Jahren auch bin ich in die Python-Programmierung eingestiegen. Macht mir bis jetzt sehr viel Spaß mit Python zu programmieren und mittlerweile versuchen wir unsere ganze Tool-Umgebung quasi darauf auszurichten und eine Python-basierte Open-Source-Tool-Umgebung aufzubauen. Und da möchte ich jetzt quasi mal aus der Ingenieurssicht sozusagen berichten, wie man da so Tools aufbauen. Ja, vielleicht kurz vorab eine Frage, vielleicht mal Handzeichen geben, wem sagt denn die finite Elemente-Methode was, kurz FEM? Ah, okay, also gut, so 3/4. Dann, sonst, wenn Fragen sind, kann ich ja nochmal genauer darauf eingehen, weil es quasi der Hauptbestandteil ist ja von dieser Prozesskette, die wird quasi ja für diese numerische Methode aufgebaut, um dann die Struktur nachher berechnen zu können mit numerischen Methoden. Ja, kurz zur Übersicht. Also ich werde kurz darauf eingehen, wie der Flugzeugentwurf allgemein überhaupt aussieht. Dann darauf eingehen, wie diese Prozesskette zustande kommt im Flugzeugvorentwurf, gerade jetzt beim DLR. Dann ein großer Anteil von meinem Vortrag ist quasi diese Beschreibung dieser Open-Source-basierten Tool-Umgebung, die jetzt seit diesem Jahr in Entwicklung ist, quasi um diese Struktur ja, Open-Source-basiert auszulegen und zu guter Letzt ein Fazit. Zum Entwurf an sich und zum Luftfahrzeug, also es spielen da relativ viele Aspekte eine Rolle, wenn man ein Flugzeug entwerfen will. Es soll ja am Ende auch effektiv und sicher sein. Parameter oder Komponenten dazu wie die Aerodynamik, also zum Beispiel möglichst wenig Luftwiderstand haben, wie so ein Segelflugzeug hier. Je nachdem, welche Anforderungen man hat, soll von der Struktur dann vielleicht auch möglichst leicht sein und möchte irgendwie in die Luft bekommen. Die Flugleistungen sollten auch stimmen, man möchte vielleicht in einer gewissen Höhe agieren oder auch irgendwo auch mal vom Boden wegkommen und man möchte auch vielleicht irgendwie mal was transportieren. Und das alles dann quasi zusammenzufassen, da muss man halt irgendwo einen Kompromiss finden, je nachdem, welche Richtung dieser Entwurf zielt. Und das Ganze ist auch nicht so einfach, weil diese Effekte alle zusammenhängen. Dadurch muss man eben hier auf iterative Prozesse zurückgreifen. Wenn man sich zum Beispiel mal sich so einen iterativen Prozess beispielhaft anschaut, wie er bei uns aussehen könnte, hätte man hier zum Beispiel ein Flugfahrzeug, das hier als Entwurf quasi dargestellt ist. Man hat hier jetzt mal vorerst irgendwelche Parameter angenommen, irgendeine Geometrie, irgendwelche Anforderungen. Man möchte jetzt zum Beispiel die Struktur auslegen, sprich die Struktur an diese Lasten anpassen, dass das Material nachher hält. Und dafür müsste man zum Beispiel unter anderem die Aerodynamik und die Lasten, die dabei auftreten und die Struktur quasi iterativ koppeln oder immer wieder aufeinander abstimmen, weil halt bei höheren aerodynamischen Lasten, die erforderlich sind, um vielleicht um das Luftfahrzeug in die Luft zu bekommen, da wieder die Masse des Luftfahrzeugs auch wieder ansteigt und das ist halt ein iterativer Prozess. Also das ist jetzt hier nur vereinfacht dargestellt. Aber das treibt dazu an, eben eine Prozesskette aufzubauen. Und mein Bereich ist eben hier gerade diese Rumpfstrukturauslegung im Vorentwurf und damit eben Ziel die Massenabschätzung, um zu wissen, wie schwer das wird, weil da relativ viel damit zusammenhängt. Am Ende soll dann möglichst ein optimiertes Luftfahrzeug rauskommen, zumindest in Bezug auf diesen Bereich. Wie kann so eine Prozesskette aussehen am DLR? Also um überhaupt mal so eine Prozesskette zu starten, wurde hier am DLR so ein Datensatzformat entwickelt, nennt sich CPEX. Hier unten steht es auch nochmal ausgeschrieben, Common Parametric Aircraft Configuration Schema. Das beinhaltet quasi alle Daten, alle Parameter, die dieses Flugzeug beschreiben. Das ist XML-basiert und damit quasi diese multidisziplinäre Schnittstelle geschaffen zwischen verschiedenen Tools, verschiedener Fachbereiche. Um diese Prozesskette auch aufzubauen, gibt es auch ein sogenanntes Remote Component Environment Tool, kurz RCE, auch am DLR entwickelt wurde. Da sitzen noch ein paar Kollegen von mir vorne, die auch damit beteiligt sind, um dann eben dieses Netzwerk aufzubauen zwischen diesen verschiedenen Tools. Ja, am DLR-BT zum Beispiel gibt es dann eben hier eine Toolbox, vereinfacht dargestellt, die halt am Ende eben diesen Datensatz wieder rausschmeißt für weitere Tools und zum Beispiel dann hier die Strukturmasse mit anheftet oder aktualisiert, damit andere Tools damit weiterrechnen können und noch weitere Daten.
Ja, es gibt mittlerweile oder bereits schon vorhandene Prozessketten am DLR, oder beziehungsweise in dem Institut, an dem ich arbeite. Also zählen oder vom Trafumo, das zur statischen Auslegung, wie hier gesehen, dargestellt ist, benutzt wird. Oder auch ja, für Crash-Berechnungen oder auch für Notwasserungen. Die basieren aber alle auf oder haben kaum gemeinsame Schnittstellen in dem Fall, weil die auf kommerziellen Skriptsprachen zum Großteil basieren, da die auch relativ langsam und umständlich sind, zum Beispiel auf der Skriptsprache APDL von Ansys, also eine FE-Software, die verwendet wird. Damit kann man das zum Beispiel skripten, diesen Modellaufbau, aber es gestaltet sich dadurch relativ unflexibel und unübersichtlich. Deswegen entwickeln wir seit diesem Jahr, ein bisschen länger auch schon, eine Umsetzung in Python. Und die Idee ist dabei, eben ein Basismodell aufzubauen, von dem ausgehend, dass es relativ einfach zunächst mal und beinhaltet quasi alles, was für Crash-Sachen, für statische Auslegungen oder Notwasserungen benutzt wird, an Komponenten beinhaltet. Dann gibt es dann eine Tool-Umgebung, das alles Open Source basiert sein soll und darauf aufbauend eben eine Abänderung quasi dieses Basismodells an die entsprechenden spezifischen Anforderungen, so dass man hier ein spezifisches Modell am Ende rausbekommt. Das können zum Beispiel Modellierungen sein am Basismodell, irgendwelche Verschneidungen, zum Beispiel ein Ausschnitt eines Flügels oder andere Modifizierungen an diesem Modell. Ja, wie könnte das jetzt aussehen? Also haben wir jetzt hier mal beispielsweise so ein modularer Aufbau, der aktuell in Entwicklung ist. Also wir haben jetzt hier eine Schnittstelle, die eben quasi diesen Siebig-Standard entgegennimmt und quasi die Schnittstelle zu allen weiteren Tools beinhaltet. Das sind zum Beispiel Tools, da werde ich auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, Beispiel Tools für die Parameterverwaltung, die in diesem Siebig-Standard drinstecken. Weil das relativ viele sind, muss man das auch gut verwalten können. Da hat man ein Tool, das die Geometrie auch daraus rauszieht und aufbereitet. Man hat Tools, die dieses FE-Modell, das eben nachher für die Berechnung benutzt wird, verwaltet, die ganzen Daten, die da drinstecken. Da hat man ein Tool für die Modellierung, beziehungsweise Algorithmen, die eben diese Modellierung steuern. Wir haben ein Tool, das das FE-Modell nachher auch konvertiert, weil wir das ja keinen eigenen FE-Solver quasi haben, also einen numerischen Löser, der dieses Modell berechnet, sondern wir nutzen dann eben entweder kommerzielle Löser oder auch mit der Möglichkeit eines Konverters auch Open-Source-Solver. Und dann haben wir zu guter Letzt noch ein Tool, das eben diese Dimensionierung steuert. Also Dimensionierung ist in dem Fall eben diese Anpassung der Struktur an die auftretenden Lasten. Ja, Vorteil von dem Ganzen war hier relativ modularen, übersichtlichen Aufbau. Also sprich, man kann die einzelnen Module relativ gut warten. Man hat eine einheitliche Python-Schnittstelle, über die alle Tools laufen. Und man hat eben das Ganze komplett Open Source. Nachteil ist natürlich ein erhöhter Wartungsaufwand und zusätzliche Dokumentation gegenüber einer vielleicht relativ einfach runtergeskripteten Schreibweise oder Programmierweise. Ja, jetzt will ich mal auf die Tools einzeln mal eingehen, wie die in ihrer Tool-Umgebung aussehen, welche Funktionalitäten die bieten bisher. Zum Beispiel das Tool für die Parameterauslesung. Sieht man zum Beispiel mal beispielhaft so einen Auszug aus so einem XML-Parametersatz, also CPEX-Datensatz quasi, der bis zu 150.000 Zeilen oder auch mehr umfassen kann, an Daten, ASCII-basiert quasi. Man kann das eben mit Kunstfunktionalitäten, soll das mit Grundfunktionalitäten auslesen können, Daten neu reinschreiben und das Ganze auch validieren können. Sprich, man hat da auch ein Schema entwickelt, an dem man das validieren kann, ob die Daten so passen. Wie wird das momentan realisiert? Also es gibt hier zum Beispiel in Python basiert das Modul LXML, das hier verwendet wird. Also es ist objektorientiert aufgebaut. Man hat hier dann je Ast quasi ein Objekt, das eben quasi den Dateninhalt dieses Astes beinhaltet, entsprechende IDs und Verknüpfungen mit anderen Ästen, aber auch dann verschiedene Methoden wie zur Visualisierung oder Konvertierung von mehreren Unterästen in Tabellenform, die einfach dann diese Verwaltung dieser riesen Datenmengen vereinfachen. Als Beispiel, man kann halt damit dann zum Beispiel also eine Pfad-Auto-Vervollständigung implementieren, um dann eben vielleicht sich durch diese Äste zu iterieren, in der Konsole zum Beispiel, oder ist auch implementiert, zum Beispiel Text, XML-basierter Text automatisch zu konvertieren in Skalar- oder Vektordaten. Man kann das Ganze auch visualisieren. Das sieht dann ungefähr so aus. Also ein relativ komplexer Datensatz, der jetzt hier durch so einen Baumalgorithmus visualisiert wurde. Man sieht jetzt hier eben den Dateianfang quasi ganz oben. Und dann die einzelnen Parameter sind quasi diese Enden in diesem Datensatz, in der dann Daten stehen.
Also es sind jetzt relativ viele. Man sieht auch jetzt hier, die Astdicke ist quasi skaliert anhand der Anzahl der Parameter, die über diesen Ast laufen. Damit kann man auch zum Beispiel sehr schön visualisieren, welche Änderungen in diesem Seabase-Datensatz vorgenommen wurden. Kurz zu dem Algorithmus an sich von dieser Visualisierung, vielleicht ist das ganz interessant. Also das läuft quasi rekursiv ab, indem da unten nach oben Punkte und Vektoren zugewiesen werden in einzelnen Ästen. Und der nächsthöhere Ast quasi in einem gewissen Bereich, der über Parameter gesteuert wird, dann auch über Zufallsvektoren neuer Punkt zugewiesen wird, in Referenz zu dem Ursprungsvektor des übergeordneten Astes. Und so kann man zum Beispiel bei größerer Anzahl Ästen, über Ästen, die dann kommen, das Ganze dann höher skalieren und über Parameter so variieren, dass man dann eben so einen Baum rausbekommt. Also hier zum Beispiel zwei Variationen von verschiedenen Parametern zu sehen. Das ist ganz nett, um das darzustellen. Kommen wir mal zu dem Geometrie-Tool, das eben dafür zuständig ist, die Geometrie in CPEX aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Denn die ist nämlich nicht direkt gegeben durch irgendwelche IHS-Flächenbeschreibungen oder ähnliches, sondern da sind quasi eine Liste an Punkten gegeben, die entsprechend dann eine Spline darstellen. Wie man hier sieht, kann man dann dadurch diese Punkte eine Spline-Interpolation erstellen und entsprechend diese Kurven sich hier darstellen lassen. Und anhand dieser Spline-Interpolation ist auch dann möglich, dann entsprechend Flächeninterpolation quasi in Strack über diese Kurven hier hinweg durchzuführen und so zum Beispiel Coons oder NURBS zu erstellen. Was kann man damit dann machen? Also es gibt bereits, muss man sagen, ein Geometrie-Tool vom DLR entwickelt, das auf OpenCascade basiert, ist auch frei verfügbar. Aber wir haben da jetzt noch Anstrengungen unternommen, noch weitere Untersuchungen zu machen bezüglich Geometrie, weil das verhältnismäßig relativ lange dauert, um teilweise in der Größenordnung 200 Verschnitte oder mehr zu einem Flugzeugrumpf durchzuführen, um die kompletten Strukturkomponenten zu erstellen. Und da haben wir Ansätze folgt, einmal das Ganze auch Mesh-basiert aufzubauen, sprich die komplette Geometrie, die hier erstellt wurde, wird dann vernetzt oder ein Netz quasi daraus generiert. Und dieses Netz mit diskreten Punkten kann dann auch als Geometrieobjekt weiterverwendet werden. Oder auch, um das in Python direkt über quasi Python OCC, was man hier unten sieht, zu nutzen, kann man auch eben quasi über Python dieses Open Cascade ansteuern und quasi so den Overhead reduzieren, den man sonst hat, wenn man da weitere Tools dazwischen schaltet. Der Vorteil von dieser Mesh-Geometrie ist, dass die Verschneidungen relativ schnell sind. Man hat eine variable Netzfeinheit, sprich man kann, je nachdem wie viel Rechenzeit man und wie viel Genauigkeit man braucht, das variieren. Da ich jetzt halt aber nur ein Mesh aus einzelnen Punkten hat, sind die Gradienten von der Qualität dann natürlich eher mäßig. Das ist natürlich bei OpenCascade-Geometrie eine andere Qualität, deutlich besser und genauer, aber die Versteht-Algorithmen sind halt auch aufwendiger und dadurch ein bisschen langsamer. Also es können teilweise auch Größenordnungen dazwischen liegen in der Geschwindigkeit. Um das Ganze dann zu implementieren und auch beide Geometrien in dem Algorithmus nutzen zu können, gibt es ja auch eine Geometrieobjekt, quasi objektorientiert, das hier quasi für Mesh, also Open Cascade Geometrie genutzt werden kann. Zumindest in Zukunft ist momentan noch in Entwicklung. Es ist quasi unabhängig vom Geometrietyp, weil der Geometrietyp quasi in den Eigenschaften definiert ist. Man hat eben verschiedene Methoden, zum Beispiel zum Plotten oder zum Verschneiden. Einen Vorteil möchte ich es mal hier darstellen am Beispiel. Man hat hier zum Beispiel ein Geometrieobjekt, das eine Fläche darstellt. Wenn man sich das von dem Geometrieobjekt zum Beispiel Typ ausgeben lässt, sieht man, das hat den Typ Fläche. Und hier noch ein weiteres Geometrieobjekt B, das hier den Typ Ebene hat. Und wenn man die verschneidet, kommt man eine Kurve raus, das hier relativ einfach abläuft. Indem man dem einen Geometrieobjekt über die Methode Intersect einfach die zweite Methode mitgibt, kommt dann ein neues Geometrieobjekt zurück und sieht halt, dass es den Typ Kurve hat und kann mit dem quasi dann wieder weiterarbeiten. Ups. Dadurch ist halt die Geometrie relativ einfach nutzbar. Kann jetzt hier auf die Kurve noch direkt zugreifen, also diese Kurvenfunktion, die quasi für Variablen von 0 bis 1 eben diese Kurve abläuft, kriegt hier zum Beispiel für Eta 0,5 dann den entsprechenden Punkt zurück. Und so kann man auch diese Geometrie hier objektbasiert nutzen, also sowohl basierend auf dem Geometriekern OpenCascade als auch Mesh-basiert. Und kann das entsprechend noch weiter verschneiden oder was man auch damit vorhat.
Ja, ansonsten zur Verwaltung lässt sich natürlich dadurch auch kategorisieren. Wie man hier sieht, in der GUI visualisiert, man kann natürlich so die relativ vielen Objekte, die man dann hier erstellt als Geometrie, dann besser einordnen und sortieren. Man kann sich jetzt hier auch mal zum Beispiel die Flächengeometrie von so einem Flügel darstellen lassen mit den einzelnen Sections quasi in dem Fall, also diese Spannkurven, diese Fläche aufspannen. Oder auch hier mal quasi die Anzahl der Verschnittkurven, die für die Strukturberechnung beispielsweise benötigt werden, um die Struktur aufzubauen. Also entsprechend in Längsrichtungen, in Verschneidungen dieses Rumpfes sind entsprechende Stringer, quasi so heißen die Luftfahrt, und umlaufende Versteifungen sind entsprechende Spante, die hier dargestellt sind. Und das sind in der Größenordnung vielleicht 200 Verschnitte. Und die brauchen, also da ist relativ wichtig, ob die jetzt eine Sekunde oder 0,1 Sekunde noch weniger an Zeit benötigen bei der großen Anzahl. Deswegen haben wir da quasi Aufwand betrieben, da auch die Rechenzeit noch weiter runterzubringen. Vielleicht ist interessant, wie dieser Mesh-Algorithmus von der Geometrie überhaupt funktioniert, mal kurz dargestellt. Also wenn man zum Beispiel zwei Netze verschneidet, hier einmal das blaue ist ein Netz und das rote mit den Punkten 1, wird erstmal gesucht, in welchem Bereich die sich überhaupt überschneiden. Sprich, von jedem Netz werden die Extrema gesucht und eine Box drum gebildet. Dann wird das Gebiet in Boxen unterteilt, wobei jede Box dann untersucht wird und darauf untersucht wird, ob sie eine Punkte beider Netze enthält. Das kann man dann entsprechend die Punkte darin filtern, ob die in einem gewissen Toleranzbereich zueinander liegen und entsprechend dann hier einen Schnittpunkt extrapolieren anhand der Elementnormalen, die eben von der Geometrie gegeben sind, wie man dann hier nochmal sieht. Also diese einzelnen Feinlinien sind quasi diese Normalen, die eben auf dieser Geometrie, auf dieser Geometriefläche stehen. Ja, und daraus kann man entsprechend dann nachher eine Schnittkurve ableiten. Und das funktioniert relativ schnell. Vielleicht nicht ganz so sauber wie bei OpenCascade, aber deutlich schneller. Und man hat dann eine variable Genauigkeit und Rechenzeit dadurch. Komme ich mal zu dem FE-Tool. Das ist quasi das Tool, das die FE-Daten verwaltet. Dafür haben wir bisher immer ein kommerzielles Tool genommen, einen sogenannten Preprozessor. Der hier heißt quasi auch so, ist aber halt Open Source, ein Open Source Preprozessor, der selbst entwickelt wird. Er unterstützt quasi den Modellaufbau und verwaltet die ganzen Modelldaten. Ist eben auch Python-basiert, entsprechend auch objektorientiert und nutzt halt Module wie Pandas, NumPy und Mojave zur Visualisierung, einfach um diese Daten schnell visualisieren zu können und auch schnelle Rechenoperationen zu ermöglichen. Ansonsten ist ja, wie schon gesagt, das FE-Solver unabhängig, weil man halt hier so ein eigenes Format hat in Python und dadurch ist man quasi unabhängig davon, für welches Format dieses Modell später erstellt wird. Ansonsten hat es dann ganz eine Schnittstelle dann zu einem Tool, das die Konvertierung später vornimmt, um entsprechende verschiedene Solver nachher zu unterstützen oder zu ermöglichen. Auch hier sieht man zum Beispiel noch eine einfache GUI, die hier zum Beispiel diese Struktur darstellt, wobei das Menü hier oben automatisch halt erstellt wird anhand der vorhandenen Klassen und Methoden, die da implementiert sind. Hier ist zum Beispiel hier die Klasse Elemente, hat man hier Shell-Elemente, also das sind Schalenelementen, bestehen aus 4 Knoten, quasi ein Flächenelement. Und man hat dann hier, sieht man die Methoden, die damit verknüpft sind, von der Visualisierung über eine Neuerstellung oder irgendwelche Importe und Exporte. Man sieht auch nochmal, also hier ja, kurz gezeigt, die Kategorisierung, die grobe der einzelnen der Komponenten in diesem FE-Tool sowie weitere Unterkategorien und Methoden. Mal kurz gezeigt, was man, also man kann damit nicht nur Luftfahrtstrukturen erstellen, das ist ja ein allgemeiner Preprozessor quasi, der natürlich immer noch in Entwicklung ist, aber man kann hier auch verschiedene FE-Modelle aufbauen, man braucht nur einen eigenen Nutzeralgorithmus, der ein Modell erstellt, kann das dann entsprechend danach modifizieren, visualisieren oder auch exportieren, zum Beispiel als STL-Format, wäre dann zum Beispiel lesbar für Animationssoftware wie Blender oder CAD-Anwendungen, aber auch für entsprechende Solver, um dann Strukturberechnungen damit zu machen. Ja, wenn wir nachher Zeit haben, müssen wir mal gucken, dann kann ich da auch noch das Ganze als Beispiel zeigen. Das schaue ich nachher mal. Gut, dann mal ein paar Beispiele noch jetzt hier in Bezug zu der Flugzeugstruktur.
Man hat jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, das sind entsprechende Balkenelemente, sprich das sind vereinfachte Elemente, die aus zwei Knoten und einem Stab dazwischen quasi bestehen, die eben so eine Balkenstruktur darstellen. Und die kann man hier jetzt auch visualisieren, dadurch, dass die ein Profil hinterlegt haben, lässt sich das Ganze nachher zum Beispiel so darstellen. Und da hat es auch den Hintergedanken, dass man das Ganze später nutzen kann, um dann quasi vereinfachte Strukturen später in komplexere Strukturen durch diese einfache Methode quasi überführen kann und so auch das ganze Modell für Crash-Berechnungen, wo die Vernetzung deutlich höheren Anforderungen unterliegt, und zum Beispiel nutzen kann. Zu den Flächennormalen nochmal. Also Flächennormal ist quasi so definiert, dass ein Element man hat hier eine normalen Richtung. Und die lässt sich hier zum Beispiel auch darstellen mit dem Preprozessor, hier beispielsweise über die Farbung, Einfärbung. Ist zum Beispiel wichtig, wenn man Druckbelastungen auf so einen Rumpf aufbringt, weil die entsprechend in, zum Beispiel anhand der normalen Richtung ausgerichtet wird. Da sollten dann quasi die normalen alle in die gleiche Richtung zeigen, wie man sie haben möchte. Ansonsten lassen sich noch Berechnungen durchführen, wie zum Beispiel Schwerpunkt- und Massenträgheitsmomentsberechnungen oder auch Modifikationen vom Netz. Hier ist mal beispielhaft so ein Versuch einer Vernetzung gezeigt, wobei das Vernetzung hier in Anführungszeichen gesetzt ist, weil es keine richtige Vernetzung ist, sondern mehr Algorithmus gesteuert war. Beispiel eines Druckschorts von einem Flugzeug, das hier radial vernetzt wurde. Aber das ist, in Zukunft ist das noch ein größeres Projekt, was wir angehen müssen, um dann beliebige Geometrien zu vernetzen. Ansonsten gibt es Möglichkeiten, ein Netz zu modifizieren, zum Beispiel hier dieses Beispielnetz durch eine Schnittkurve, die man vorgeben kann und dann entsprechend daran schneiden kann. Oder gibt es halt Möglichkeiten, das Modell, wie schon gezeigt, auch zu exportieren, entweder für eine FE-Software, die das Ganze dann numerisch löst, um dann die Belastungen auf die Struktur darzustellen, oder aber auch für Rendering, zum Beispiel jetzt hier Blender, wie schon angesprochen, dafür wird dann das STL-Format verwendet. Man lassen sich dann halt beliebige Spielereien damit treiben. Ja, zum Modellierungstool. Also das modelliert quasi diesen Rumpf, den man jetzt schon die ganze Zeit gesehen hat. Sprich, was steckt da dahinter? Also eigentlich nur kurz als Übersicht. Man hat quasi mehrere Module, die dann hier quasi ineinander greifen oder gesteuert werden. Einmal nutzt man diese Geometrie, diese Basisgeometrie des Flugzeugs, plus die Strukturdefinition in diesem CPEX-Datensatz, und die ist je nach Struktur, die man verwendet, halt relativ spezifisch definiert. Beispiel ein Spannstruktur, die ist halt durch eine Verschnittebene definiert, die dann eben diese Verschnittkurve wiedergibt, und anhand dieser Verschnittkurve ist dann eben diese Spannstruktur in diesem Modell dargestellt. So kann dann diese Struktur aufgebaut werden, da kommen dann noch weitere neben der FE-Geometrie noch weitere Daten dazu, wie zum Beispiel Eigenschaften, also Materialien, Randbedingungen, wie man hier auch sieht, dann Lasten, die dann aufgebracht werden. Und damit wird das Ganze dann modelliert. Es gibt dann noch erweiterte Modellierungstools, die sind noch nicht in Python implementiert, die sind noch momentan nur in der alten Prozesskette enthalten. Zum Beispiel hier ein detaillierter Fahrwerksschacht oder detaillierte Leitwerksanbindungen, die hier jetzt zum Beispiel ausmodelliert wurden. Das wird dann in Zukunft dann auch noch in Python übernommen werden, damit die dann quasi komplett Open Source sind. Dazu kommen dann noch Punkte wie Netzverfeinerungen und weitere Ausmodellierungen von vereinfachten Elementen, um dann das Modell dann auch für Crash-Berechnungen zu nutzen. In dem Fall wird es eigentlich nur für statische Auslegungen genutzt. Dann zu dem Converter-Tool. Also das Tool ist quasi Kernkomponente von der ganzen Prozesskette, weil es eben die Konvertierung dieses Python-basierten Modells in beliebige FE-Formate ermöglicht. Auch war das so, dass wir hier quasi die Input-Datei haben. Eine Möglichkeit ist, dass man ja von einer FE-Format ins andere exportieren kann. Man kann aber auch direkt hier auf das FE-Modell zugreifen und dann ein beliebiges FE-Format rausschreiben. Aufgebaut ist es so, es hat einen Parser quasi, der diese Datei über Datei einliest, wenn man konvertieren will. Man kann dann hier werden die Daten entsprechend dann extrapoliert und entsprechend umgewandelt, dass man ein einheitliches FE-Modellobjekt bekommt. Dann hat man eine Klasse, einen Writer, der dann diese Daten dann später spezifisch auch wieder aufbereiten kann, um ein spezifisches FE-Format rauszuschreiben. Dazu zählen halt verschiedene FE-Formate, die
also beliebig noch erweitert werden können. Also unter anderem der Code Aster, auch ein Open-Source-Format. Das Ganze ist halt objektorientiert modular aufgebaut, also relativ flexibel und erweiterbar und hat eine offene Datenstruktur. Sprich, dieses Objekt ist frei zugänglich und wird auch entsprechend von diesem FE-Preprozessor, der gezeigt wurde, genutzt, um dann quasi direkt modellierte Daten direkt hier einzuschleusen und dann rauszuschreiben für ein beliebiges FE-Format. Ansonsten gibt es noch Tests dafür und eine HTML-Dokumentation. Also es kann als eigenständiges Tool quasi verwendet werden. Wir wissen aufgebaut an sich, also es hat einen Kern mit Basisfunktionalitäten und einen Plugin-Container quasi mit solverspezifischen Funktionalitäten. Und man hat halt hier diese Klassen, die wir gerade schon gesehen haben, an diesen Parser, das Modell und den Writer. Und die werden hier quasi erweitert, solverspezifisch, sprich für einen Solver, der für Ansys rausschreibt, einer für Code Aster. Die haben alle eigene Methoden, die halt hier dazukommen. Und dann eben das Modul quasi ergänzen durch Vererbung und so das Ganze aufgebaut wird. Hier als Beispiel zum Beispiel, wie das funktionieren kann. Also da werden Pandas Data Frames genutzt, die hier relativ effizient sind. Zum Beispiel beim Einlesen von Kräften hier dargestellt, wird hier eine Methode aufgerufen, die aus einem Text oder einem eingelesenen String anhand dieses Keywords dann entsprechend einen Data Frame zurückgibt. Wie hier dargestellt, um das in ein einheitliches Format zu bringen, will man zum Beispiel hier dann diesen Typ ersetzen, dieser Kraftrichtung zum Beispiel in dem Fall, durch einen Vektor. Dann kann man dafür dann hier ein Konvertierungsframe erstellen, Konvertierungsdataframe in Pandas, und diesen dann einfach nutzen, um quasi diese Werte hier durch diesen Vektor quasi zu ersetzen. Und wird dann einfach durch diesen Join-Befehl quasi hier ermöglicht, also relativ simpel und das geht halt mit extrem viel Daten halt relativ schnell und dadurch relativ effizient. Dann noch kurz, also es gibt eine GUI zu diesem Converter-Tool, sprich es kann auch von einem Anwender genutzt werden, einfach um von einem ins andere FE-Format zu konvertieren. Man kann es natürlich auch dann über die Konsole nutzen und hat dann hier noch weitere Möglichkeiten, die auch implementiert sind, wie Visualisierung oder ähnliches. Dann noch kurz, wenn wir Zeit haben, schauen wir mal. Das Dimensionierungstool, als letzte, wo ich noch kurz anspreche, also eben diese, zum Beispiel die Wandstärke dieser Struktur iterativ anzupassen an die Lasten, sodass eben diese Struktur die Lasten aushält. Wie kann das aussehen? Man hat hier zum Beispiel ein FE-Modell, in dem Fall ein einfacher Kragbalken. Man hat hier einen Dimensionierungsalgorithmus, der davon getrennt ist. Man hat dann, nimmt dann eine Berechnung vor, die eben die Strukturbelastungen ergibt. Und anhand dieser Strukturbelastungen und anhand von Belastungsgrenzen, zum Beispiel maximale Belastung, die das Material zulässt, kann man dann hier in den Algorithmus reingehen. Man gibt vielleicht noch die Wandstärke mit als Referenz. Man hat dann hier als Ist-Zustand die Strukturbelastung, als Sollzustand vielleicht die maximale Belastung, die zulässig wäre. Und kann dann hier durch einen cleveren Algorithmus dann eben die Referenz anpassen, sodass eben sich die Strukturbelastung so weit ändert, dass eben alles im, sagen wir mal, grünen Bereich ist. Das ist bisher APTL-basiert, also auf einem kommerziellen Skript über Ansys geschehen, diese Dimensionierung hier oben dargestellt. Sieht man jetzt eine Luftfahrtstruktur und farblich eingefärbt die Hautdicken nach dieser Auslegung, wo das ganze Modell an mehrere Lastfälle angepasst wurde. Das Ganze wird dann in Zukunft auf Python basiert umgesetzt. Man sieht das hier ein erstes Beispiel, wo hier so ein Balken quasi dimensioniert wurde. Dabei wurde aber nicht die Wandstärke angepasst, zum Beispiel in dem Fall die Beams, die Profile dieser Balken quasi skaliert. Und man sieht dann hier die Spannung eingefärbt, sieht halt jetzt hier der Verlauf deutlich gleichmäßiger ist als hier vor der Dimensionierung. Aber das wird dann in Zukunft dann noch weiterentwickelt. Kurzes Fazit. Man hat hier durch die Einbindung vieler Module wie Pandas, SkyPy, NumPy und auch PyQt für die GUIs relativ viele Möglichkeiten in Python, quasi unbegrenzt, um irgendwelche Sachen zu implementieren und auch eine relativ schnelle Numerik zur Verfügung. Man hat das Ganze, die Modularisierung deutlich einfacher. Man kann es halt klarer trennen
eine einfache Erweiterbarkeit der einzelnen Module. Und man hat halt auch viele weitere Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte mit kommerziellen, einfachen Skriptsprachen, wie zum Beispiel Bereitstellung von der Geometrie, von Geometrieobjekten oder der Aufbau eben dieses FE-Modells quasi ist voll unabhängig oder exportieren auch in verschiedene Formate und weitere spezifische Funktionalitäten, wie zum Beispiel Extrusion von einfachen Elementen in komplexere. Das soweit dazu. Also ich wäre jetzt eigentlich am Ende, weiß nicht, wenn wir noch kurz Zeit haben, könnte ich sonst auch noch ein Beispiel irgendwie im Code selber zeigen. Hier sieht man zum Beispiel auch noch ein Bild von Blender, das gerendert wurde. Dann werde ich mal kurz noch in den Code gehen. Halbe. Okay. Also was ich mal zeigen wollte, jetzt zum Beispiel, gehen wir auch mal zurück. Was? Ne, hier unten. Das hier. Also wie man hier das allgemein nutzen kann. Also ich habe da für die Frostkonten-Visualisierung mal so ein kurzes Skript geschrieben, das eben diesen FE-Preprozessor nutzt, quasi geskriptet. In dem Fall, um so ein Testobjekt, in dem Fall eine Brücke aufzubauen, also sprich mal was anderes, nicht nur immer ein Flugzeug. Man kann ja diese Parameter am Anfang mitgeben, wie Länge, Breite, ein paar Parameter, die eben die Geometrie beschreiben, relativ vereinfacht. Und kann dann hier über den FE-Preprozessor dann quasi Knoten, Elemente erstellen. Wie zum Beispiel hier, wie das hier geschehen, man gibt einfach Punkte mit. Definiert dann noch Eigenschaften. Also ich werde da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, das wird uns zu umfangreich. Aber relativ kurzes Skript eigentlich, wenn man das ausführt und es funktioniert. Mal gucken. Gucken wir jetzt hier relativ einfach ein Brückenmodell, wie es halt in diesem FE-Modell aussehen könnte. Also das sind jetzt Balkenelemente, das andere Schalenelemente. Das kann man jetzt zum Beispiel weiter anpassen. Zum Beispiel den man jetzt hier mitgibt, man will das hier visualisiert haben mit diesen Profilen, bei diesen Beam-Elementen, sprich die werden hier ausmodelliert, man sieht man das Ganze so. Das lässt sich auch relativ flüssig drehen, also zur Visualisierung wird hier jetzt Mojave genutzt. Jetzt könnte ich auch hier einfach hergehen und zum Beispiel hier Daten ändern, die zum Beispiel hier die Höhe dieser Brückengeometrie beschreiben. Könnte ich zum Beispiel das hier mal auf setzen wir es mal auf 10. Dann kann ich das hier auch quasi geskriptet abändern. Sieht es auch nicht mehr aus wie eine normale Brücke, aber lässt sich quasi relativ viel mit rumspielen. Vielleicht noch ein anderes Beispiel mit dem Flugzeug und mit dem FE-Preprozessor. Die GUI ist zwar jetzt nicht besonders schön, aber zeigt vielleicht, soll eigentlich nur den Umfang zeigen, die wurde auch nur relativ schnell implementiert. Und man sieht halt hier zum Beispiel die verschiedenen Kategorien, die hier vorhanden sind. Kann hier verschiedene Methoden auswählen, um Daten zu erstellen oder zu modifizieren. Also normal wird es halt geskriptet genutzt. Und wenn man jetzt hier auf irgendeine Methode gehen würde, dann kriegt man halt hier auch automatisch den Docstring mit von dieser Methode und entsprechende Konsoleneingabemöglichkeiten für die Parameter. Und Standardwerte werden automatisch gesetzt und die Eingaben halt, also kann das Ganze dann auch ausführen. Man kann jetzt zum Beispiel jetzt hier so ein Modell, das ich hier mal abgespeichert hatte, mal reinladen. Es ist quasi eingeladen. Ich kann jetzt hierher gehen und hier über den Show-Befehl gibt es noch viele Möglichkeiten, das zu variieren. Kann ich das mal einfach mal komplett darstellen. Ich stelle hier mal die Farbe um. Das ist quasi so eine Struktur, die hier rauskommt bei so einem Flugzeugmodell. Man sieht es hier in dieses Spinnennetz, das sind quasi eigentlich nur Randbedingungen, die hier visualisiert wurden. Und das Rote sind Kräfte, die nachher aus dem Modell aufgebracht werden. Das kann man auch quasi schöner darstellen. Verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel hier, wenn das funktioniert, ein Cutout machen, sprich die eine Hälfte wegschneiden. Dann sich die Randbedingungen hier deaktivieren und sich die Beams hier auch noch extrudiert anzeigen lassen, dann rechnen dann einen Tick länger.
Dann sieht man das Modell quasi in der Ansicht, kann halt dann wirklich beurteilen, ob die Profile, die man da definiert hat, ob die Sinn ergeben. Also ist momentan für Visualisierung gedacht. In Zukunft halt dann kann das Ganze dann auch für feinere Vernetzungen genutzt werden. Ansonsten gibt es Möglichkeiten, sich zum Beispiel Schwerpunktberechnungen darstellen zu lassen. Gucken Sie, haben wir hier den Schwerpunkt und die Hauptträgheitsachsen dargestellt. Und ja, das, also man kann da relativ viel mit rumspielen. Das Ganze halt Open Source, das ist halt relativ cool. Also das läuft ja hier in dem Fall jetzt nicht mehr komplett flüssig, liegt wahrscheinlich auch am Laptop im Energiesparmodus läuft. Aber man hat hier quasi unbegrenzte Möglichkeiten, die kann man beliebig erweitern, relativ komplexe Algorithmen auch implementieren, was halt vorher nicht ging, mit einer kommerziellen Skriptsprache, wo man halt dann an die Funktionalitäten entsprechend des kommerziellen Tools gebunden ist. Ist mal hier entsprechend nicht mehr, kann das Tool dann auch entsprechend rausgeben und wenn man dann mal eine große Anzahl an Entwicklern und Nutzern hat, die alle Open Source basiert auch dann mitentwickeln könnten oder das Ganze nutzen können, dann hat man deutlich mehr Vorteile davon, als wenn das Ganze kommerziell an ein Programm gebunden ist. Gut, damit wäre ich dann am Ende und bedanke mich dann für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn dann noch irgendwelche Fragen sind, dann können wir die gerne jetzt noch beantworten. Gut, Dankeschön. Ja, bitteschön. Läuft die Software, also die Computer laufen, die nur auf Windows laufen? Also die Frage war, ob die Software oder die ganzen Tools auf Windows laufen oder auf anderen Betriebssystemen. Also bis jetzt ist es nur auf Windows umgesetzt. Ja, in Zukunft soll das vielleicht auch auf anderen Betriebssystemen laufen, aber da fehlen es momentan noch die Testmöglichkeiten. Also wir sind noch nur ein relativ kleines Team, eigentlich zwei Leute, die es im Kern entwickeln. Insgesamt so von mir fünf Leute und da wird man, wenn das möglich ist, auf jeden Fall auch auf verschiedene Betriebssysteme ausweiten. Bitteschön. Was ist das Ziel, so ein Tool zu haben? Das Ziel ist, für so ein Tool, Ziel ist eben, dadurch, dass wir Open Source sind, wir können quasi unabhängig von anderen also unsere eigenen Funktionalitäten implementieren. Und für diesen Flugzeugvorwurf braucht man relativ spezifische Funktionen und Algorithmen, die man halt mit so einer kommerziellen, geskripteten Sprache halt nicht hinbekommt. Und mittlerweile so, wir haben diese Tools, die ich schon gezeigt habe, die es schon gibt, die sind mittlerweile so unübersichtlich, dadurch, dass die nicht objektorientiert oder fast nicht objektorientiert programmiert sind, dass man die halt kaum noch erweitern kann, weil da keiner mehr so richtig durchsteigt, weil das halt alles relativ einfach runtergeskriptet wurde am Anfang, bei dem Beginn, das ist halt historisch gewachsen. Da hat man jetzt mit so einem Python-basierten Modul dann gerade durch die Objektorientierung deutlich mehr Möglichkeiten, das schöner darauf aufzubauen und hat dann auch die Möglichkeit, verschiedene Solver, also das ist eigentlich das Hauptziel, da zu nutzen. Also sprich, diese Solver, diese Strukturberechnungsprogramme quasi, die nachher die Struktur berechnen. Und da hat man mehrere Möglichkeiten, das zu nutzen. Das heißt, das Tool ist im akademischen Bereich? Das Tool ist nicht für den akademischen Bereich, ist eigentlich also für die Forschung, für den Vorentwurf, also wird er vom DLR quasi gefördert oder unterstützt, aber es kann später wahrscheinlich auch, wenn es mal dazu kommt, auch in der Forschung, in der Industrie zum Einsatz kommen. Aber momentan ist es halt hauptsächlich am DLR ein Forschungsprojekt. Für mich war ein Thema der Luft- und Raumfahrt. Werden Flugzeuge entworfen noch und umgesetzt in Deutschland? Ob Flugzeuge in Deutschland noch entwickelt und entworfen werden. Also Airbus hat auf jeden Fall in Hamburg auch einen Entwicklungsstandort. Also ich war zumindest einmal dort. Die haben ein relativ kleines Entwicklerteam, da kommt man natürlich relativ schwierig rein, aber die haben auch ihre eigenen Tools, wo sie Flugzeuge entwerfen. Und ich meine schon, dass die da noch Flugzeuge entwickeln, aber genaueres weiß ich dazu auch nicht. Es ist doch ein akademischer. Bis jetzt ist eher ein akademischer Fall, ja. Bitte schön. Also momentan wird das, wenn wir die Schulzen und der Rettung, das ist richtig spannend. Mhm. Aber es ist von manchmal geplant, sie weiterhin zu fördern mit so generischem und offen Verhalten, dass sie auch woanders verwenden können. Genau. Also ja, Frage war, ob die auch weiterhin öffentlich gemacht werden und woanders genutzt werden können. Also es ist richtig.
wir wollen die, das ist vielleicht auch ein Hauptgrund, und dadurch, dass die Open Source sind, ist man dann nicht mehr so sehr stark dran gebunden. Wir haben mit jemandem kooperiert, welches Tool der nutzt. Und dann sagt er, ja, ich nutze Ansys, was nutzt du? Ja, ich nutze Nutzrasen. Okay, dann lassen wir es bleiben. Weil dann ist der Konvertierungsaufwand schon zu groß, die Hürde zu groß, da Modelle auszutauschen. Aber in dem Fall hat man halt ein unabhängiges Modell vorliegen in einem eigenen Format und man kann es halt für beliebige Formate rausschreiben. Wenn das Format nicht existiert, dann kann man das auch in diesem Converter-Tool gleich einfach implementieren. Ist also bei einfachen Konvertierungen ohne großen Aufwand eigentlich möglich. Und das ist eigentlich so der große Gewinn von dem Ganzen. Bitte schön. Lass uns noch mal die Programme nicht kennen. Das ist die Programme nicht kennen. Also Sie meinen, das ist nur das Tool für alle anderen. Sie meinen, das ist nur das Tool für andere, der ich auch nutzen kann. Ja, das Tool ist, also das Tool kann man auf jeden Fall für allgemeine Anwendungen nutzen, aber es ist natürlich noch Entwicklung, so weit ausgreift ist noch nicht, dass man es irgendwie für alles nutzen kann, aber diese FEM-Methode quasi, die da zugrunde liegt dem Ganzen, die ist ja allgemeingültig. Also da gibt es Methoden, die einmal für Wärmeleitprobleme genutzt werden oder auch für Probleme halt der Strukturmechanik, wie in dem Fall. Und es ist eigentlich egal, ob man da ein Flugzeug entwirft oder eine Brücke oder ein Haus, also das ist quasi eigentlich unabhängig. Werden halt vielleicht dann andere Materialmodelle, andere Elemente genutzt. Das müssen wir natürlich hier implementieren. Das ist jetzt hier relativ abgestimmt auf Leichtstrukturen quasi, sag ich mal. Ja. Noch weitere Fragen? Ja, bitteschön. Also ob es angedacht ist auch für CFD-Anwendungen, also momentan nicht. Also ich glaube, da gibt es auch andere Abteilungen am DLR, die eher CFD-Sachen machen, von dem her gibt sich das momentan eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das wäre auch ein komplexes Thema, also da bräuchten wir deutlich mehr Leute, um dann sowas zu stemmen. Aber ja, mal schauen, was sich ergibt. Aber momentan bleiben wir auf jeden Fall im Strukturbereich mit diesen Tools. Bitteschön. Ja, wonach wird jetzt optimiert und welche Größen werden optimiert? Gebe ich vorher an, du optimierst mir nur die Weiten und die Durchmesser oder die Schnittflächen? Genau, also die Frage war, was eigentlich optimiert wird bei dem Ganzen. Also ich habe jetzt hier auch schon hingeschrieben, zum Beispiel Wandstärke. Also klar, man kann hier mehrere Sachen variieren. Das ist eigentlich jetzt auch noch Stand der Entwicklung. Also bisher war es so, dass einmal die Hautdicke dieser Struktur skaliert wird. Quasi anhand dieser Lasten. Da gibt es verschiedene Belastungsgrenzen. Also ist nicht nur die Maximalspannung, es sind auch Beulkriterien, wann so eine Hautfeld beult. Also relativ komplexe Sachen, die auch auf speziellen Handbuchmethoden da aus der Strukturmechanik beruhen, die da alle mit reinfließen. Aber das kann man hier quasi alles über diese Belastungsgrenzen einfließen lassen. Und was skaliert wird, das ist dann wirklich, gerade bei Balkenelementen, es wird dann komplexer. Also wenn man dann sowohl von so einem Balken die Dicke variieren kann, man kann die Höhe von so einem I-Träger zum Beispiel variieren, so, da wird es dann komplexer. Das haben wir momentan noch nicht implementiert. Momentan kann es eigentlich nur in einem skaliert werden. Das ist dann Stand der Forschung in der Zukunft quasi. Wird aber jedes Teil aus dem Modell optimiert? Es wird eigentlich quasi jedes Element dann optimiert in dem Fall. Ja, bitteschön. Dann integrierten Optimierer als Rahmenprogramm geht, oder ist es so, dass man Außenoptimierer das Ganze? Als Frage ist, ob wir eine integrierten Optimierung haben oder eine von außen ansteuert. Also bis jetzt, das, was da hier dargestellt ist, ist quasi das, was noch werden soll. Also das ist noch nicht komplett entwickelt. Bis jetzt haben wir noch quasi das Tool S-Bot Plus genutzt. Das ist vom DLR wahrscheinlich bekannt. Ein Tool, das ABDL-Skript basiert, die Dimensionierung vornimmt. In Zukunft Python-basiert wollen wir dann halt einen unabhängigen quasi Dimensionierungsalgorithmus aufsetzen, der dann unabhängig
quasi von dieser ganzen Strukturanpassung ist, sodass man dann halt diesen Algorithmus auch für verschiedene Sachen anwenden kann, also nicht nur für Dimensionierung von einem FE-Modell, sondern vielleicht auch für andere Sachen. Aber da nehmen wir wahrscheinlich eher erstmal einen eigenen Algorithmus, den wir da entwickeln, um dann eben flexibel zu sein, was die Implementierung angeht. Und die muss ja auch relativ viel anpassen, damit der ganze stabil läuft. Aber also das hier ist zum Beispiel ein Beispiel, was mit einem einfachen Algorithmus getestet wurde, aber der ist noch bei weitem nicht ausgereift. Also das ist auch nur mal ein Test, um zu zeigen, dass der schneller läuft als so ein APTL-Skript quasi. Gut, gibt es noch Fragen? Ja. So Python und so nicht, zum Beispiel Closure. Zu wenig gibt es können, oder? Also ich war die Frage nochmal genau. Warum die Entscheidung auf Python? Ach so. Python ist für mich nicht mehr objektorientiert, sondern wurde objektorientiert. So, ja, warum die Entscheidung auf Python fiel? Ja, das hat sich so ergeben. Also beim DLR ist das irgendwie eine beliebte Sprache. Als Ingenieur ist man ja jetzt nicht so der IT-Fachmann von Grund auf, man lernt das im Studium eher wenig, das Programmieren. Macht vielleicht ein bisschen MATLAB, wenn es hochkommt. Viel mehr ist man meistens nicht. Und Python ist ja also ein bisschen ähnlich wie MATLAB. Zum anderen ist es halt eine Programmiersprache, die hat eine relativ gute Lesbarkeit, wie ich finde. Man kann halt relativ schnell einsteigen. Und da hat sich das irgendwie ergeben, dass jetzt relativ viele Python nutzen, aber... Das ist pragmatische Gründe, nicht generell analytische Gründe. Nein, das ist quasi historisch so gewachsen. Genau. Gut. Sonst noch Fragen? Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.